macht denn ihr da? Das ist die Überraschung. Ich dachte, wir gehen zelten. Das ist doch viel besser als zelten. Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Wenn wir da sind, dann kriegst du ein echtes BMX-Fahrrad. Echt? Versprochen. Gut, geht los. Steigen. Und immer schön an den Seilen festhalten. Egal, was passiert, du lässt nicht los, verstanden? Sieht gut aus. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Mama, ich will wieder raus. Alles gut, mein Spaß, das wird bestimmt ganz lustig. Eins, zwei, drei. Auf und haben so ein Ding vor der Nase. Ihren Schlaf möchte ich haben. Solide gebaut. Wie lange liegt denn das schon hier? Nicht lange. Das Gras unter der Plattform ist noch frisch. Heute Nacht, schätze ich. Die Tabletten hier lagen neben der Gondel. Geben Sie das an den medizinischen Dienst. Der Rest geht zur kriminaltechnischen Untersuchung. Der ganze Ballon? Alles. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Und sein muss auch die Hasenscheiße. Jawohl, Genosse Oberstleutnant. Eine Kompanie zur Flächensuche. Kann man die Gasflaschen zurückverfolgen? Nein, die Produktionsnummern wurden entfernt. Blöd waren die nicht. Was für ein Aufwand. 200 Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gebissen haben. Diesmal verwenden wir hauptsächlich Regenschirmseide und Zeltnylon. Wir dürfen nicht zu schwer werden. Flugzeug bauen, oder? Das Flugzeug ist nicht das Problem. Was dann? Die Startbahn. Hier ist es. Ich hatte das schon mal ausgerechnet. Für den neuen Ballon brauchen wir 4200 Kubik, das heißt 1300 Quadratmeter Stoff. Dafür werden die Stoffgeschäfte hier in der Nähe nicht ausreichen. Ihr müsst schauen, dass ihr 7, 12 oder 15 Meter am Stück kriegt. Je weniger ich zusammenstückeln muss, desto schneller geht's. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Propeller fürs Gebläse wieder zum Laufen. Außerdem sollten wir uns so schnell wie möglich um den Brenner kümmern. Wir müssen das Problem mit dem Gasdruck lösen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine neue Gondel. Thank you.
fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gebissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Die Medikamente. Und die haben unsere Fingerabdrücke an der Gondel. Wir hätten das nicht tun dürfen. Günther, die Stasis hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Noch mal einen Ballon bauen. Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen. Die fangen an, Fehler zu machen. Ihr fahrt das bei der Stasi, verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist Näher. Was näht er denn da? Ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Das schaffen wir auch nie. Können wir kurz reinkommen? Die Eva prüft die Rezepte. Das Risiko ist zu groß. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert.